Moin, liebe Unschuldig auf Startseite. Ich habe mich schon wieder verlaufen und suche jetzt die gute Nina, denn wir sind verabredet mit der guten Nina. Die gute Nina hat mit 26 Jahren 4 eigene Restaurants. Treffen uns jetzt bei nicht irgendeinem Italiener, sondern dem Italiener, der in Hamburg inzwischen bekannt ist als der beste Italiener in Hamburg. Auch Social Media zugebombt, egal welches Video du siehst über Italiener, der beste Italiener in Hamburg. Da machen wir uns jetzt selber ein Bild von, fragen die Nina ein bisschen aus und ich finde das sehr interessant und habe da großen Respekt vor 4 Restaurants mit 26. Ja, die treffen jetzt und viel Spaß im Video. Da ist er. Und Props gehen raus an den lieben guten Kemal Iris, den Gastroflüsterer. Kemal spezialisiert sich auf seinem Kanal nochmal drauf, geht da nochmal mehr ein in die Thematik Gastronomie und auch als Gastronom. Für die Gastronomen sei der sehr interessant, der Kanal verlinke ich ihm. War jetzt dämlich erklärt, aber scheißegal. Hau ich in die Videobeschreibung, guckt gerne mal rein, denn dadurch kam ich auf diese Videoidee. Seit 1999. Das ist ja eine Wucht hier. Da ist ja jetzt schon was los. Hier hat gerade geöffnet. Schön Vino schon um die Uhrzeit um 12. Gefällt mir. Gehen wir mal hin. Dann sind die alle locker drauf. Hi Nina, grüß dich. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke. Wir sind im Gallonero. Gallonero. Ich habe eben schon beim Einstieg im Video gesagt, in Hamburg inzwischen tatsächlich bekannt als der beste Italiener in Hamburg. So. Ja, und dann hat mich deine Geschichte auch interessiert. Ich habe beim Gastroflüsterer, beim Kemal, habe ich gesehen, mit 26 4 Restaurants, die du führst. Ja, also wir haben insgesamt 7 Läden. Also mein Vater hat das Ganze damals gegründet und ich helfe mit, so viel ich kann. Ich kümmere mich um die Pizza-Projekte und ich bin abends immer auch hier mit dabei. Also wir machen das zusammen. Es ist ein Familienbetrieb. Okay, aber man kann sagen, so 4 der 7 Restaurants sind unter deiner Leitung. 3. Okay, stark. Ja, cool. Als Frau bestimmt auch nicht einfach, denn hat man da viele so einen jungstarken teilweise, die sich manchmal vielleicht nicht auch von der Frau sagen lassen wollen, ne? Klar, das gibt's immer. Und dann haust du auf den Tisch, ne? Muss. Okay, Opa. Ja, ich hoffe, ich krieg heute keinen auf die Finger. Nein. Ich würde sagen, bevor ich dich noch zu sehr ausfrage, wir gucken uns ein bisschen das Restaurant an. Zeig's mir ein bisschen. Ich sehe schon, also ich finde, das ist gleich ein Restaurant mit viel Charakter und irgendwie gefühlt wahrscheinlich bei jeder Ecke eine kleine Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall. Ja, geil. Dann gucken wir hier mal. Also ich habe schon gesehen, wir gehen mal hier rum. Ihr habt schön Vino hier am Start. Ja, das wird wahrscheinlich gehen hier so einige die ein oder andere Flasche am Tag über die Bühne, ne? Ja, also wir haben auch eine sehr große Weinkarte. Wir haben 500 Weine auf der Karte, deshalb ja, einiges schon. Das ist jetzt der vordere Bereich hier. Was ist denn das hier, sag mal, Nina? Ach, eine Schneidemaschine. Ja. Ich dachte gerade, eine Wurstschneidemaschine. Ja, für Schinken und so. Ah, ich wollte gerade sagen, ich Idiot, gedacht an irgendwie hier Schneiderei. Wie komme ich denn auf den mit? Also hier machst du den Schinken rein. Ja. Okay. Aber die ist hier nur aus historischen Gründen, die benutzt ihr nicht mehr wahrscheinlich, genau, ne? Die sammeln wir, wie du siehst. Die findest du überall. Stark. Die kosten bestimmt inzwischen auch was. Ja, 5 Stellen. Ehrlich? Ja. Oh, wild. Das ist unsere kleine, aber feine Bar. Ja. Süß, ne? Ja, nimmst du dir auch mal einen, so denn, wenn hier ein paar Gäste sind, dann ist die Stimmung gut? Nein. Sei ehrlich, lügen darf man nicht. Nur nach Feierabend. Ja, nach Feierabend schon, okay. Okay, und dann ist das echt hier so, ich stelle mir immer vor, wie im Film, dann sitzen hier die Gäste vorne, nehmen sich ein, reden mit einem Barkeeper und erzählen so Stories. Dann hat man bestimmt auch mal die ein oder andere wilde Story gehört, ne? Es sind schon wilde Sachen passiert, aber die verraten wir natürlich nicht. Was im Gallonero passiert, bleibt im Gallonero. Richtig. Warte, das zeige ich dir gleich. Ja, oh, aber da will ich nur von hier einmal. Guck mal, da kann man ja reingucken. Ja, wir gehen auch gleich rein. Ah, geil, hier ist die Küche. Wäre geil, wird man hier noch essen können. Auch, mein Vater will das doch unbedingt machen. Ja, will er? Ich werde ihn dazu bekräftigen, wenn ich ihn sehe. Soll ich nicht? Ach, weißt du, was ich sogar vergessen habe, ich Idiot? Ist aber nicht schlimm, weil den Sound hört man auch von da. Ich musste noch Mikro geben. Ich filme die ganze Zeit mit meinen 2 Mikros, ich muss dir aber auch eins geben. Idiot. Sehr schön. Jo, sieht gut aus. Gut, dann geht's weiter. Mhm. Hier ist der hintere Bereich. Und wenn du da schaust, siehst du auch, an Wein mangelt es nicht, ne? Mhm. Ich habe eben auch schon gesehen, draußen hat sich auch schon jemand gegönnt, einen Wein. 12 Uhr, muss. Ja, das ist schon zu spät beinahe. Aber in Italien ist das ja normal. Zum das Mittagessen, normal. Ja, auf jeden Fall. Ein Glas Wein zum Mittag. Das geht. Ich sag, solange es kein Bier ist, denn man sagt bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst. Kein Bier vor 4. Kein Bier vor 4, genau. Ja, wo wusstest du das?
Den wollte ich echt bringen. Dann. Oh, ihr habt ja ordentlich Lager. Was denkst du, was für einen Wert habt ihr Wein hier im Restaurant? Das mag ich nicht sagen. So ungefähr nur. Denkst du, hier kommt jemand, räumt euch jetzt aus, wenn du die Zahl sagst? Weiß ich nicht. Nein, passiert nicht. Du hast den Hollitz 2164 Unfallschutz mitgebucht mit dem Video. Ja, ja. Ja, schon. Also wir haben halt 500 Wein auf der Karte. Von allem hat man was da. Ja. Das ist schon sechsstellig. Sechsstellig? Ja. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, das ist wild. Wärst du richtig angepisst, wenn ich jetzt hier durchgehe und Wein so runterhaue, so vom Tisch? Ich nicht, mein Vater ja. Ist halt sehr vorsichtig. Oh, hier muss man echt vorsichtig sein. Ich habe früher, durfte ich immer, wo ich im Supermarkt war, ich weiß, das wird dich nicht beruhigen, als ich da gearbeitet habe, durfte ich die alkoholischen Getränke nie einräumen, weil ich zu ungeschickt war. Das berührt mich sehr. Das sind halt alles italienische Weine, aber nach Region sortiert. Also richtig, ein Regal ist nur Sizilien, eins ist Toskana, damit man auch den Überblick hat. Ein paar Zigarren haben wir auch da. Uiuiui. Oh, hier ist der Pausen. Ja? Nee. Das ist Mafia-Zimmer hier. Das ist echt Mafia-Zimmer. Oh. Darf ich hier mal alle meine Jungs einladen, Poker spielen? Klar. Das wäre heftig hier. Hier saß vor 2 Wochen auch der Bundeskanzler. Ehrlich? Ja. Hast du ihn auch zur Rede gestellt, was er da gerade für Mist fabriziert? Nee, mach ich nächstes Mal. Okay. Mein Papa müssen wir auch nachher einmal filmen. Ach, das ist der Papa. Ja, den filmen wir sehr gerne. Er ist gerade konzentriert. Ja, ich merke schon, er hat keine Lust gerade. Also das ignorier bitte. Hallöchen. Aber hier ist unsere Küche. Ui. Hola. Hier wird das Brot frisch gebacken. Jeden Tag frisch. Unsere Bäckerin kommt aus Sizilien. Ach, das ist eure Bäckerin aus Sizilien, ja? Also hier wird nur für diesen Laden oder für mehrere Läden? Für alle unsere Läden. Also wir haben ja mehrere und wir liefern uns selber dann sozusagen. Aber die Pizzerien, da macht ihr selber den Teig oder macht ihr da auch hier gemacht? Nein, der wird in jedem Laden selber gemacht, der Pizzateig. Okay, okay. Genau. Mhm. Dann geht's weiter. Das ist der geheime Durchgang, ne? Aber was hier ist das denn jetzt hier? Unser Feinkostgeschäft. Ach, ihr habt ein Feinkostgeschäft hier noch nebenan. Chef's Table. Ach, man darf hier auch wieder essen. Wie geil das alles das aussieht, Nina. Ist auch richtig schön. Hier hat Flying Uwe auch schon mal was gefilmt. Flying Uwe, ja? Ja. Grüße gehen raus an Flying Uwe. Ja, liebe an der Grüße. Stelle. Er war lange nicht da. War lange nicht da, lass dich wieder blicken, Uwe. Hier noch ein anderes kleines Safari. Schönes Bild da, das Bild gefällt mir gut. Aber wirklich, hier ist, könnt ihr ja 3, 4 Gruppen, die sagen, sie wollen richtig mal gediegen dinieren. Wenn ich mir vorstelle, hier würde ich essen, das ist so ein, ganz besonderes Feeling. Auf jeden Fall. Und halt, wir haben viele Geschäftsleute ja auch und viele Leute, die in Ruhe Sachen besprechen möchten. Dafür ist es halt perfekt. Ne? Gerade nach war das sehr beliebt, diese ganzen Separés, wo man auf Abstand war dann. Kostet extra so ein Raum? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Geil, aber es ist wahrscheinlich viel ausgebucht, ne? Ja, oft. Also sollte man im Voraus auf jeden Fall immer buchen, diese Separés. Stellt euch vor, hier esst ihr schön. Da sitzt ihr, da sitzt eure Frau und da eure beiden Kinder. Und hier hast du dann die Vitrine, hier kannst du frischen Schinken kaufen. Das ist, sieht hier aus, wirklich, als hätte ich die Bilder gefaked. Das ist irgendwie so Fantasieland für uns alle, also für uns alle Foodliebhaber, so mit hier noch Feinkostgeschäft. Also dieser Anblick, als hättet ihr das jetzt so Filmkulisse. Als wäre das nur so hingestellt für irgendwie 1, 2 Szenen, aber es ist alles die Realität. Schön, ne? Ja, geil. Und hier natürlich auch unser Öl und Balsamico, alles wofür wir so bekannt sind, kannst du hier erwerben. Oh, cool. Und natürlich das Beste von allen. Das ist natürlich meins. Oh, das ist deins. Ja. Oh, warte mal, das finde ich nochmal ganz genau ab. Das Olivenöl ist von unseren eigenen Bäumen aus Sizilien. Stark. Ja. Hast du schon mal die Oliven geschüttelt? Nein, die werden tatsächlich per Hand gepflückt. Die werden gepflückt? Ja, ich dachte, da kommt so einmal in den Baum. Gehen die Bäume kaputt. Okay, ja, schön. Die sind alles einzeln gepflückt. Okay, stark. Habe ich aber bis jetzt noch nicht. Machen wir zusammen nächstes Jahr. Ja, wäre ich dabei. Wäre ich am Start. Und hier hast du eben noch mehr Produkte auf Teller und natürlich das frische Brot von heute. Ach, das ist das geile Brot. Das kriege ich gleich auch serviert, ne? Natürlich, mit Öl. Sehr schön, sehr schön. Dadurch, dass wir die Küche auch komplett umbauen, gerade ist hier ein bisschen Chaos. Ist Chaos, weil hier kommt, ne? Das ist alles neu von heute erst. Hier kommen die neuen Brotöfen und so, deshalb ist noch ein bisschen Katastrophe. Ah, hier richtet ihr gerade neu ein. Aber guck, hier macht sie gerade die... Da werden die Brote gemacht. Das ist mein Lieblings mit Nüssen. Mit Nüssen? So lecker. Geil. Und das von einer italienischen Mama. Ja, italienische Bäckerin. Italienische Bäckerin. Guck mal, wie lecker mit den ganzen Nüssen. Das ist brutal, das gebe ich dir gleich zum Probieren. Ja, sehr gerne. So. Das ist so ein Video mit Charakter, Leute. Das ist, also so eine Videos sind mir echt am allerliebsten. Das, ich mag das so gerne. Was macht ihr da vorne? Ja, das sind unsere berühmten Parmesanwaffeln. Parmesanwaffeln. Das musst du auch probieren später. Ja. Da kommt die Trüffelpasta rein. Da kommt die Trüffelpasta rein? Ja, ist so nein. Lecker. Oh, die muss ich auf jeden Fall probieren. Und das, Andrea,
schon seit 25 Jahren bei uns. Da möchte ich auch mit abgelichtet werden mit der Legende. Ja. Andrea ist der Name? Andrea. Andrea, geil. Wahrscheinlich der leitende Koch hier. Er ist nur noch morgens hier, weil er ist in Rente schon. Ach, Sie sind schon in Rente, ja? Ja, aber er kann nicht ohne uns. Deshalb 11 bis 15 Uhr jeden Tag muss. Schön, schön. Das geht dann richtig ans Herz irgendwie. Muss ich sagen, geil. Mal bitte nur das. Guck mal, wie geil das aussieht. Oh. Die Tomaten kommen auch aus Sizilien natürlich. Ne? Natürlich. Die extra aus Sizilien? Alles. Stark, stark, stark. Selbst das interessiert mich jetzt hier hart. Das ist alles handgeschnitten. Chili, Knoblauch, ja. Wenn du die Mühe für die Pasta zum Verfeinern hast. Das ist Chiliöl, Knoblauchöl. Petersilie, Salz. Oh, und damit verfeinern die Pizzen denn, oder? Pasta, Pizza, je nachdem. Wir benutzen das zum Kochen. Andrea, mein Lieber. Also wäre ich eine Frau, Andrea, würde ich gerne deine Frau sein. Und ich will von dir bekocht werden, zu Hause, nur von dir. Vorrei essere tua moglie, dice. Così a casa cucini. Lui vorrei essere tua moglie. Achso, und was vielleicht auch noch ganz cool ist, es gibt Gambero Rosso in Italien, das ist so wie Michelin, das ist eine sehr besondere Auszeichnung. Ja. Wir gehören zu den 20 besten Restaurants der Welt mit dem besten Weinkellern, Weinauswahl. Ehrlich? Essen haben wir eine andere Auszeichnung auch von denen, aber das ist jetzt nur Wein, weltweit. Stark. Puh, okay Nina, also ich würde sagen, wir gehen mal langsam ins Essen rein. Boah, ich weiß gar nicht, soll ich in die Karte gucken oder willst du vielleicht einfach empfehlen? Ja, machen wir so. Ja. Was, Runde 1? Sag ich nicht. Sagst du nicht? Nein. Machst du Überraschung? Ja. Okay, aber ich muss es filmen auch eigentlich. Wie es gemacht wird? Ja. Kein Problem, kommt. Kriegen wir hin? Okay, in Runde 1 soll die Überraschung von Nina, ich filme einfach ab und wir lassen uns alle einfach berieseln von den Eindrücken jetzt. Isst du alles? Ich esse alles. Gut. Allora, lui adesso deve... Ich erkläre nur kurz, weil er spricht kein Deutsch. Lui adesso deve assaggiare un piccolo menu che sceglio io, ma lui deve fare il film come si prepara, ma devi fare tu. Allora penso che facciamo patata pomodoro, salmone, trittico, poi mezza pasta e poi un pezzo di carne, penso. E dolce fai tu. Ok. Ja. Ja, 15 Gänge schaffst du, ne? Nein. 15 ja, Gänge? 5-6 also Gänge. Also 5-6, ja, ja, 5-6 kleine schaffen wir. Das kriegen wir hin, da haben wir schon mehr geschafft. Hi, grüß dich, Holger. Das ist unser Küchendirektor, Küchendirektor aus Japan, aus Tokio. Ehrlich? Ja. Aber spricht perfekt Italienisch, kocht perfekt Italienisch. Guck mal, da wird Tiramisu gemacht gerade. Da wird Tiramisu? Aber das Originalrezept, ne? Mit rohem Ei und so. Mit rohem Ei? Ja. Aber auch mit Alkohol wahrscheinlich, ne? Wir machen es extra ohne Alkohol. Geil. Weil es gibt ja doch viele Gäste, die das nicht mögen oder schwangere oder was auch immer. Deshalb lieber ohne. Okay, das darf ich aber heute nicht. Ich darf nicht süßes Öl brauchen. Ich darf nur herzhaft. Nicht süß? Nee, heute darf ich nicht. Dann müssen wir eine zweite Runde machen. Kein Dessert? Nee, heute darf ich nicht. Nee, ich drehe noch, weil Dessert gehe ich steil und ich drehe heute Abend noch ein Video. So, kein Traum, ist so klein. Ist auch nicht richtig süß. Komm mal. Okay, okay. Mal reden. Das wird ein Tomatentatar. Momentan einer unserer Bestseller. Also vegetarisch, aber das sind ganz bestimmte Tomaten, die im Ganzen geschält werden. Dann kommen die aus Italien nach Deutschland in einem Glas, also ohne Sauerstoff, kommen her und dann werden die getrocknet, so wie du das da siehst. Ja. Also ganz kontrolliert wird über 24 Stunden die ganze Feuchtigkeit entzogen und danach wird es zum Tatar verarbeitet. Oh, geil. Und darauf kommt aber noch Burrata. Burrata oben drauf, geil. Muss. Oh, was ist das jetzt, Nina? Das sind hausgemachte Semmelbrösel. Aus unserem eigenen Brot natürlich. Geil. Guck mal, alles. Das ist so viel Liebe hier im Restaurant. Ich merke das schon. Schön, ne? Ja, geil. Boah, das ist das geile Brot von eben, ne? Ja, wir haben hier verschiedene Sorten, aber ich wollte für dich extra meine Lieblings. Ja, geil. Also mit Cranberries und Nüssen. Jetzt sind da beide drin? Ja, ist beides drin? Und natürlich das Wichtigste. Geil, das ist dein Öl jetzt hier wieder, ne? Das ist auch unseres, ja. Also auch von meinem Papa und mir steht hier drauf, aber ein anderes Etikett. Okay, geil, von den eigenen Bäumen auch wieder, ne? Yes. Okay, stark. Sehr schön, gut, dass du das gemacht hast. Richtig. Ja, richtig. Ja, weil sonst denke ich immer, das wird so serviert und dann belasse ich es erstmal dabei. Nee. Aber ich hätte auch nachgesalzt natürlich. Dann, also ein bisschen Pfeffermoos und ein bisschen Öl. Okay. Okay, ich lasse dich probieren, du gibst mir Zeichen, wenn wir weitermachen. Ich komme gleich rüber, wenn ich fertig komm bin. Komm einfach in die Küche. Mach ich. Dazu sagen, habt ihr jetzt nicht gesehen, da ist auch Basilikum verarbeitet.
ganz geschmeidiger Basilikum. Bei den Tomaten ist es so heftig, das müsst ihr probieren. Es ist nicht wie getrocknete Tomaten, die kennen wir alle, die sind ja meistens, gerade wenn man sie so isst, etwas drüber vom Geschmack, etwas zu intensiv, um sie so zu essen. Ein, zwei gehen, aber sonst wird es zu viel. Das ist so ein Mittelding. Das ist keine normale Tomate, das ist wirklich so ein Mittelding aus diesen getrockneten und diesen frischen Tomaten. Und es ist unglaublich intensiv. Basilikum dazu, Crunch durch diese selbstgemachten Brotsemmeln und natürlich diesen Burrata, der dem ganzen Feinschliff verleiht und das Ganze ein bisschen geschmeidiger macht. Allein dieser Knack von diesen frischen Brotcroutons. Mundgefühl 1A. Das als Vorspeise, sage ich ehrlich, ziehe ich 8 von 10 richtigen Tatars vor. Also Fleisch-Tatars. Super gut. Das darfst du nicht vergessen. Unterschwellig auch noch fein dieses Olivenöl. Nicht zu präsent, weil du hast also maximal intensive Tomaten. Aber das Olivenöl ist natürlich nochmal der Feinschliff. Brot ganz vergessen. Erstmal so. Schön herb, Baguette-Charakter, Vollkorn-Touch, aber ganz geschmeidig, wirklich so ein Hybrid wieder. Du hast einfach das Gute vom Weißbrot, was wir lieben, mit einem leichten kernigen Anteil durch den Vollkornanteil im Mehl. Also das Olivenöl ist absolut der Endlevel. Da muss ich wieder sagen, Leute, die nur ein Video gucken, denken mir, dass ich übertreibe. Leute, die viele Videos gucken, wissen, ich sage sowas nicht leichtfertig und nicht oft, aber das ist das beste Olivenöl meines Lebens. Das schmeckt nach Wiese. Ich bin ja Wildkräuter-Experte und wenn ich meine Wildkräuter sammle, hat einen Touch, ich schwöre euch bei meinem Leben, vom frischen Gras. Das ist so unglaublich frisch. So feinporig auch. Zwischendurch hast du eine Cranberry, ich liebe Früchtebrot, leichte Süße drin. Saftig des Todes. Dadurch hast du diesen stauchenden Infekt im Mund, wo du, wie als wäre es ungebacken, so einen schönen Teigballen in dem Mund hast. So sage ich es mal, weil es noch so saftig ist. Und natürlich ist es gebacken. Wir werden 5 Gänge gehen. Bewertung kriegt ihr am Schluss. Viel Spaß bei Runde 2. Ich sag dir jetzt schon mal, ich gebe am Schluss immer erst Bewertung ab von dem Essen. Das war maximal heftig. Und weißt du, was ich gesagt habe? Das war, glaube ich, das beste Olivenöl meines Lebens. Wow. Das war also grandios. Danke dir. Das ist aber hier ein Essen, das ist... unglaublich. Wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, ja. Boah. Gehen wir in Runde 2, ne? Runde 2. Was für eine filigrane Feinarbeit, Leute. Unglaublich. Das war wasserbehebende Brühe, japanische Brühe könnte man sagen, oder? Nein, Ponzu-Soße. Das ist eine Soße aus Sojasauce, Zitrone, Essig, ganz besondere Kombination. Okay, geil. Ich bin sehr gespannt. Danke, überzeug dich selbst. Ich komme gleich wieder zu dir, wenn ich fertig bin. Okay, viel Spaß. Geil, danke. Das ist für mich, also... sowieso immer, es muss natürlich auch schmecken, aber von der Optik Sterneküche. Sowieso immer ein schmaler Grat, so will ein Koch einen Stern haben, ist auch immer viel Arbeit. Manche lehnen das auch bewusst ab, aber optisch geht das als Sterneküche durch. Nelly, let's go. Oha, ich hätte gar nicht mehr bewegen dürfen, jetzt ist die Brühe rausgelaufen, Zitrone, Sojasauce. Erstmal einordnen, Leute. Ich will euch den ersten Geschmack mitgeben, auch wenn er von der Erklärung von mir noch nicht verfeinert ist. Ich weiß nicht, ob es geräucherter Lachs ist. Vermute geräuchert. Hat ein bisschen wie letztens, wo wir im teuren Kaufhaus das gegessen haben. Der kalt geräucherte Lachs. Ganz weich im Biss, so ein bisschen Gelee-artig. Feine Sojasauce dazu und geilen Abklang mit dem Dill. Ich muss korrigieren, es ist ja auch kein geräucherter Lachs. Es ist roher Lachs einfach. Kommt die leichte zitronige Note von dieser Ponzu-Brühe, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, leichte zitronige Note, vermischt sich mit dem Dill, dazu zu einem gemeinsamen fusionierten Geschmack. Oh, stark, stark. Sojanote geht sogar mit der Zeit unter, der Anteil von der Brühe. Dill geht ein bisschen mehr im Vordergrund. Lachs beißt sich wirklich wie geräucherter Lachs beinahe. Muss irgendwie eine Täuschung gewesen sein vorhin, dass ich dieses geräucherte Feeling mit drin hatte. Aber es ist wieder krank. Einmal noch feine Avocado.
geil mit der Avocado. Hast du ein Fleur de Sel drauf, leichten Knack noch ein bisschen Crunch von diesem Fleur de Sel. Also wirklich ganz stark. Hier musst du wirklich, hier musst du den bringen. Und das ist es, was mich vorhin so irritiert hat, dass du diese Sojasauce, hast du irgendwie so einen leichten Rauchtouch. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, es schmeckt nach geräucherten Lachs. Aber soweit ich weiß, wie gesagt, ist einfach roher Lachs. Und dieser Move ist wichtig. Hier drin, dann hast du dieses etwas stärkere Soja-Feeling, dieses Rauch-Feeling, teilweise punktuell auch dieses Zitronen-Feeling, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Und dann der Dill dazu kommt, neue Geschmacksrichtung entsteht, Explosion. Nina, ich musste, also sehen wir zumindest. Also ich habe erst gesagt, optisch könnte Sterneküche sein, so rein von dem, wie sie in der Sterneküche arbeiten, war ich ja jetzt auch schon öfter zu Gast. Mhm. Geschmacklich tut sich da für mich auch nichts großartig. Schon lecker, ne? Ja, also Traum. Das ist aber kein geräucherter Lachs, sondern roher Lachs einfach. Roher Lachs. Wild, weil wenn du diese, wie heißt diese Brühe nochmal? Ponzu. Ponzu-Soße. Ponzu. Die Ponzu-Soße, die gibt, wenn du das mit dem Lachs isst, dann hast du so ein bisschen dieses Rauchcharakter. Und irgendwie ist es so eine, wie eine Illusion, dass du denkst, es wäre geräucherter Lachs. War ganz stark. Ja, du machst mich heute glücklich, wirklich. Freu mich. wir sind noch am Anfang. Ja, ja. Dann machen wir Runde 3, Nina, ne? Also war gut. War sehr gut. Sehr stark. Aber auch das wieder. Ist auch einer meiner Essigfaszien. Echt jetzt? Ist auch, würde ich jetzt mal einfach behaupten, gesund mit einem schönen Lachs, wenn es ein guter Lachs ist. Ja, ist gut. Wobei dem Lachs ja auch viel Schlechtes nachgesagt wird, aber das vernachlässigen wir ja, jetzt einfach mal. Dann darf man nichts mehr essen. Also das ist jetzt eine geröstete Scheibe von unserem Brot. Ja. Und darauf kommt ein Stück geräucherter Käse. Mm. Das kommt jetzt noch mal kurz in den Ofen. Und danach kommt darauf der Trüffel. Zum Glück hast du die Gerichte gewählt und nicht ich. Sag ich doch. Was hättest du genommen? Bruschetta? Pizza, Bruschetta, Tartar normal und so. Aber jetzt hätte ich auch mal was anderes. Hör mir auf. Nina weiß, was gut ist. Also wenn ihr herkommt, dann fragt nach Nina, sie soll euch richtig durch die Karte führen. Ja. Ja. Und füllt euch auch ab dann. Ja, ja. Ich bin sehr überrascht von dem, was kommt. Ich dachte, es kommt eher so trotzdem relativ gewöhnliches Essen, so Italiener entsprechend. Ihr kommt aber komplett in was anderem. Und du weißt es vielleicht auch gar nicht. In sehr vielen Restaurants wurde ich auch mit solchen Ambitionen hierher geholt, dass es der beste Italiener ist. Dann habe ich teilweise wirklich durchwachsen bewertet, weil ich immer ehrlich bewerte. So, und ja, auch das hätte hier heute natürlich passieren können. Noch ist ja nicht vorbei, wer weiß, was noch ist noch nicht vorbei, ja. Mal gucken. Wer weiß, was am Ende kommt. Oh, ja, nee, da glaube ich, kommt nichts mehr Schlimmes. Geil, das sind eigentlich zwei getrennte Gerichte, ne? Das sind eigentlich, also die sind dann natürlich noch ein bisschen größer. Ah. Das sind jetzt zwei halbe als Duett, damit du beides probieren kannst. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt machen soll gleich. Ob jetzt soll ich hier einfach reinbeißen oder was? In die Hand nehmen, reinbeißen, ich weiß gar nicht. Also schreibt es unbedingt in die Kommentare, wenn ihr auch die Pizzerien noch sehen wollt von der Nina. Und dann machen wir das. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ich bin überfordert, wie ich das Brot essen soll. Ich nehme es jetzt in die Hand. Wieder mal wie ein Tölpel. Tut mir leid, ich weiß. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. Ihr habt die Wahl. Knusper, Käse. Am Anfang, ich schwör's euch, kennt ihr diese Provence-Baguettes von Bistro? Leichter Charakter von. Das cremige, sahnige, flüssiger Käse. Mmh. Und diese Rauchnote. Käse, Sahne, Brot, Röstung, sowohl vom Geschmack als auch vom Biss, durchdringende Röstung. Leicht dunkel soll geworden, genauso wie es sein muss. Das ist einfach ein Level. Wirklich Leute, also das ist der beste Italiener meines Lebens. Hat noch ein bisschen was von so leicht, von diesem Fondue-Käse, dieser geschmolzene Käse. Dann diese Rauchnote dazu, Trüffelnote, dezent, nicht zu doll. Oh. Ich habe gerade eine Klingel draußen gehört. Ich hatte gerade eine Illusion von dem Uber-Fahrer, den ihr immer seht. Nein, es war nicht der Uber-Fahrer namens Holle 2614. Ja, in dem Sinne, wenn wir da bei dem Thema schon sind, denkt dran, wenn ihr gerne Essen bestellt, tut es unbedingt mit der Uber Eats App. Als Neukunde 2x10 Euro Rabatt auf die ersten beiden Bestellungen ab 20 Euro Mindestbestellwert. Link natürlich in der Videobeschreibung. Schöne Pfeffernote, ganz weich im Biss. Musst du aber mit dem Parmesan, muss man sich das geben? Fällt mir nur 1:1 zu dem Tartar, trifft es auf den Punkt, einfach sauber und clean. Das Fleisch schmeckt so sauber, du würdest, also, na klar, du weißt, es ist rohes Fleisch, aber es schmeckt so sauber, so clean, einfach
perfekt. Geht nicht in tausend Richtungen. Pfeffer ist im Vordergrund. Dieser leichte, geschmeidige, feine, clean Fleischgeschmack. Dipp nochmal hier ins Olivenöl damit rein. Das ist der perfekte Biss mit diesem grasigen Olivenöl. Olivenöl ist so heftig, Mann. Auch den Salat möchte ich nicht ganz vernachlässigen. Da wird ein einfach Rucola gefühlt zum nussigen, kernigen Sternebiss. Einfach durch das Flair, durch die Atmosphäre, durch den Rest des Essens ist es einfach ein Gesamterlebnis. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Runde 4. Also es war, ich glaube, ich sag zum Schluss nochmal einfach die Gesamtwertung, aber es war wieder grandios. Sowohl das Tatar als auch das Baguette. Ja, du hast es selten, aber mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt komplett die Worte. Schön. Oh, stark. Ich bin happy. Ja, sehr schön. Sehr schön. Weil mir fehlen wirklich die Worte, Leute. Wirklich, habt ihr gemerkt eben, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Oh, guckt euch hier mal an. Ich würde sagen, Nina, zwei Runden machen wir noch. Zwei schaffen wir noch. Zwei und ein Mini. Okay, Mini-Dessert. So, Dessert. Okay, so ein ganz kleines Geschmack. Jetzt kommt eine halbe Nudel, ganz klein, in der man was probieren muss. Dann kommt ein Mini-Stück Fleisch und dann kommt nur ein was kleines, süßes. Aber es ist nicht richtig süß. Klein, klein, klein. Also erstmal das, dann kommt was mit Fleisch und dann kommt das Süße. Ja. Okay. Macht die beste Pasta der Welt. Das glaube ich sogar mittlerweile. Herr Hahn, dürfen wir Sie kurz filmen? Dürfen wir Sie kurz filmen? Einmal, ich wollte erzählen, dass Sie, was Sie für ein Projekt gerade haben. Ja. Ja, ja, ja. Herr Hahn schreibt ein Buch über, wie ist es zu arbeiten in der Rente. Und im hohen Alter. Im hohen Alter, genau. Und da sind Sie jetzt mit 81, ne? 79. 79, sieht man ihn nicht an, also wirklich nicht, ohne dass ich jetzt schleimen will. Da schreiben, aber ich fühle ihn auch nicht so. Nee, ne, das glaube ich. Da sind Sie dreimal die Woche noch hier. Und da, wisst ihr, wofür das ist? Also wir waren ja auch vorhin beim Thema Olaf Scholz. Wenn die das Land so an die Wand gefahren haben, dass man noch mit 79 arbeiten muss, ist das schon mal der Prototyp dafür. Ich will das aber nicht gesehen haben. Okay. Und nicht verstanden wissen. Nee, nee. Sondern ich tue das, weil ich Spaß daran habe, weil ich unter Menschen bin. Und vor allem, weil ich körperlich fit bin und geistig. Das ist wichtig. Kognitive Fähigkeiten mit der Bewegung steht auf jeden Fall im Einklang, ne? Absolut, genau. Stark. Okay, super, danke, Hahn. Super, mein Hahn. Super, Hahn. Super, Hahn. Kennst du Berlin Super Hahn? Ja, kennst du? Natürlich. Er ist unser bester Kenner. Er hat die Leute hier im Griff, der Herr Hahn. Wir haben versuchen, mit 79 den Vogel in den Käfig einzusperren. Ja. Andreachen, Andreachen. Wenn das mal nicht schmeckt, ich glaube, das wird sehr gut schmecken. Brauchst du Löffel, sagst du, ja, ich komme hier gleich mit Stäbchen. Das kann ich beides nicht. Ohne. Das ist ja schon wieder fast alles aufgegessen. Ja, ich wollte nicht. Echt, ich habe gesagt, bei allem eigentlich packen wir mal Rest ein, aber ich habe alles fast aufgegessen. Das war das, wo ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe, Mann. Ich löffel da jetzt einfach rein. Ganz al dente. Nur ganz dezente Käsenote. Nudeln so al dente. Innen beinahe dem Trüffel vom Biss. Du hast den Knack von den Nudeln noch, den Knack von Trüffel. Wirklich ganz spezieller Biss. Ganz leichte Käsenote nur. Ganz leichte Trüffelnote. Ah, da unten hat sich die Käsesoße versteckt. Jetzt muss man Folgendes machen, Leute. Einmal nach unten die Käsesoße. Ich habe nur eine Hand frei. Da muss man ganz unten runter. Und dann muss man schnell aufdingsen. Diese sahnige Käsenote, leichtes Salzprickeln, im Mund gefühlt diese Konsistenz vom Käse, der kurz vorm Verfestigen ist. Oh. Und dann muss man natürlich den bringen. Oh. Und jetzt dieses Äußere zusammen mit den Nudeln. Da haben wir hier jetzt halt den Chip von außen. Seht ihr den? Den haben wir jetzt mit aufgegabelt. Und dann habt ihr wieder den Unterschied zwischen einer sehr guten Trüffelpasta, die sehr gut ist, die ich aber ähnlich gut auch schon mal anders gegessen habe, zu mit diesem Rand, zu einer ganz außergewöhnlichen Trüffelpasta, die ich so noch nicht gegessen habe. Dieser Käse außen im Biss ist das Original, wie vom Käsebrötchen. Wenn ihr Käsebrötchen kauft, unten dieser verfestigte Rand, den ihr unten habt, der verhärtet ist, den man abknabbert, abreißen kann, auch sich so in den Mund stecken kann, das zusammen mit der Trüffelpasta, Next Level, Next Generation Pasta.
was einfach immer wieder hier anzutreffen ist, ist diese sahnige Trüffelsoße. Sahnig, dezent, leichte Käsenote. Es gibt ja auch Käsesoßen, die einfach ganz intensiv und auch ganz parmesanig sind. Das ist sie nicht. Beides hat seine Vorteile, beides wird seinen Liebhaber finden. Und die ist einfach ganz dezent käsig. Edel. Einfach einen edlen Geschmack. Und dann, wenn du den Käsekick haben willst, nimmst du einfach diese Kruste von außen, wo drin das Ganze serviert wird, und verleibst es hier ein. Das ist so geil hier, Leute. Es ist nicht komplett hart, es ist so, kann man zähflüssig sagen, es ist schon hart, aber irgendwie doch so nicht gummiartig, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie geile Konsistenz. Kommt aber nur durch die Hitze, nur durch die Flüssigkeit, sonst ist es sehr hart. Wir gehen in die nächste Runde, Leute, es geht nicht anders. Okay, was gibt es jetzt hier noch? Jetzt gibt es eine Tagliata, das ist ein Stück Fleisch, auch von dem gleichen Rind wie dein Tartar, also von dieser bestimmten Biorasse. Ich hoffe, du magst ein bisschen. Ja, unbedingt. Rare noch. Rustikal, also rare, alles super. Die Wildnis, ich mag die Wildnis gerne. Okay, okay. Ja. Oh, da ist unser Rosmarin runtergefetzt. Ja, hast du das gesehen? Ja. Steak im Ofen. Jetzt gucke ich hier nochmal, ob ich was Geiles finde für euch zum Zeigen. Sowas, ich finde, das lacht auch schon an, so an Tomaten, einfach in der Pfanne. Das kann, hat so viel Ästhetik, das hat so viel Klasse einfach. Essensliebhaber wissen, fühlen, was ich meine. Hier Vorbereitung. Also nochmal, das finde ich auch sehr faszinierend. Du bist Mitgesellschafterin von 4 Restaurants von euch. Von Spaccafono, von den Pizzalinien, ja. Okay, stark, stark. Okay, geil. Upsala. Ah, da kommt jetzt mein Stückchen Fleisch. Also Nina hat es gerade richtig gesagt, alles ist Medium, geht klar. Und was hast du gesagt, das ist das andere? Körperverletzung. Danach. Ja, Horror. Danach nur noch was Kleines und dann hast du geschafft. Okay, sehr schön. Viel Spaß. Geil. Danke, Nina. Gerne. Oh, der Teller ist schön heiß, so muss es sein. Bringt jetzt nichts, euch den so zu zeigen, ich Esel, ey. Geht auch gar nicht. Oh, jetzt habe ich mich schön voll getropft. Super. Kruste Schicht von außen, super heftige Steaknote, beinahe so Gefühl, Geschmacksverstärker-Feeling, also wirklich Umami-Killer, wobei da haben sie nichts drauf gemacht, sie haben nichts drauf gemacht. Umami-Killer, diese Vermischung vom Salz einfach mit dem Pfeffer und vielleicht ist da noch irgendwas anderes drin, ich weiß nicht, vermute, dass die G diesen Effekt bringt, ganz wunderbar. Das ist das erste Gericht, wo ich sagen muss, es ist nicht perfekt gebraten. Und das schmeckt auch ein bisschen. Relativ dicker Brat dran. Immer noch vom Geschmack super. Konsistenz bis absolut im grünen Bereich, aber halt eben nicht wirklich perfekt. Und das buttert der Geschmack, der buttert es wieder aus. Den ersten Biss habe ich mich verliebt. Also der erste Biss ist eigentlich mit nichts anderem zu vergleichen, als wenn du so einen geilen Burger hast. Manchmal haben die halt so eine Gewürzmischung. Da werden Geschmacksverstärker und andere da sein. Salz, Pfeffer, weiß der Geier was. Das gibt diesen heftigen Umami-Kick, wo du nicht weißt, was es ist, aber einfach unglaublich geil im Mund schmeckt. Oder manchmal hast du es auch bei Pommes gewürzt von außen. Mach die Gewürzmischung. Hier hast du diese Gewürzmischung nicht drauf, aber sie haben es irgendwie hingekriegt, so einen krassen Umami-Kick darauf zu bringen. Fein, süßlich, getreu des Konzepts anscheinend, recht dezent, edel, nicht zu intensiv, nicht zu durchdringend. Der muss noch einmal sein. Da ist das Salz wieder, was so nach vorne geht. Es wird die G sein. Die G wirkt wie ein Katalysator. So habe ich es auch noch nie erlebt. Die ist nicht wie eine andere G maximal intensiv, aber sie scheint das Salz und den Pfeffer so zu katalysieren und maximal zu verstärken. Und das ist der Biss, den ich am Anfang hatte. Das ist eine Zauber-G. Nochmal einen harten Salat hier fürs Gewissen. Dann geht's zum Finale, dem kleinen Dessert, das Nina so angepriesen hat, wo ich mich nicht drum rumwinden konnte. Das kommt jetzt. Snack eben weiter und dann sehen wir uns bei der letzten Runde. War auch wieder sehr lecker, Nina. Hi, sehr gut. Ja, lass uns in die letzte Runde gehen. Yes. Kleines Minzsorbet. Minzsorbet. Minzsorbet aus sizilianischer Minze. Mm. Und am Tisch kommt darauf ein Schuss Olivenöl. Mm, geil. Mega, mega, mega. Das ist unser Bestseller seit 20 Jahren. Ja, seitdem in der Karte? Ja, immer schon. Stark.
Ja, dann bin ich gespannt aufs Finale. Ich bin richtig gespannt, was du sagst. Bis gleich und dann kriegst du Gesamtfeedback mit Bewertung von mir. Okay, soll ich danach kommen? Ich sag dir gleich Bescheid, dann. Okay. Dann gehen wir hier rüber. Okay. Leute, es geht los hier mit dem Finale. Schön mit dem Olivenöl. Das ist so minzig krass. Wer wagt es, mich anzurufen? Das ist so minzig krass. Ich weiß nicht, ob es das Olivenöl ist. Du merkst das Olivenöl nicht, jetzt im ersten Biss zumindest nicht. Aber wie es so ist mit Fett und Süß und so, wirkt auch wieder wirklich einfach verstärkend. Leicht merkst du das Olivenöl. Und weil das diesen grasigen, fruchtigen Geschmack hat, passt das perfekt. So gleich scharf das Olivenöl. Ich habe viel Olivenöl gegessen, früher mir tierisch teures Olivenöl bestellt. Und das erste Mal scharfes Olivenöl hatte, dachte ich, das wäre schlecht. Aber das kann natürlich durchaus sein. So minzig, heftig, krass von der Minze. Als würdest du in Batzen Minze reinbeißen, nur dass dieses Unangenehme, was dann natürlich von der Mundkonsistenz dann unangenehm wäre, das komplett wegfällt und wird unter Umständen auch leicht bitter, ich weiß es nicht, das fällt weg. Du hast einfach so maximal konzentriert die Minze, es ist nicht normal. Leicht zitronig, nochmal Frucht durchs Olivenöl, leichte Schärfe auch. Das ist ja Traum. Dieser Mix gehört in die Geschichtsbücher, wirklich. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich esse immer weiter, weil ich suche das Geheimnis da drin, wie das so maximal minzig sein kann. Glaub mir, diese Schärfe von dem Olivenöl, ganz wichtig. Das ist der absolute Feinschliff, die Krönung. Ich bin kein Sorbet-Fan und das ist eines der besten Desserts meines Lebens. Ganz krank heftig. Also das liebe ich. Dafür mache ich YouTube, Leute, hierfür. Das ist das, was ich mit Leidenschaft mache. Weil ich möchte, dass die Welt von so einem Nachtisch weiß. Von diesen Gängen, die ich eben gegessen habe. Dass die Leute, ob aus Hamburg oder nicht, dass die wissen, wo sie hingehen müssen. Und so einen geilen Scheiß. Das gehört in den Netflix-Doku, das Ganze. Ich sag euch das. Das ist so ein Ding, da kannst du, okay, wenn du jetzt kein Sorbet-Fan bist, und ich bin auch keiner, dann kannst du unter Umständen sagen, okay, nicht so mein Ding. Aber das ist ein Essen, da kannst du nicht sagen, dass es nicht heftig ist. Es ist maximal heftig oder du hast keinen Plan. Es sind eigentlich nur 4 Komponenten. Schärfe durchs Olivenöl, die Süße, Zitrone, Minze, 5 Komponenten und die leichte Fruchtigkeit noch, auch durchs Olivenöl. Und das ist es, 5 Komponenten, die dich komplett ins Nirvana schicken. Wir gehen zur Bewertung mit Nina. Puh. Allein dieser Moment beim Aufstehen, wirklich, ihr wisst, ich bin Essensliebhaber und vielleicht denkt ihr jetzt, ich steigere mich rein, aber ich steigere mich nicht rein. Allein der Mund beim Aufstehen, ich stehe auf, ich stecke meine Lippen so ein bisschen ab. Und ich schmecke diese Fruchtigkeit, diese Schärfe vom Olivenöl, die Süße klingt nach, Minze kommt hinterher. Ich stehe auf, ich stelle mir das vor als Gast. Du gehst hier raus, denkst, du hast einen dicken Kopf durch eine Bischöppert. Weil du nicht weißt, was hier abgeht. Du weißt nicht, was hier gerade mit dir passiert ist. Als hättest du eine rechte und eine linke von Mike Tyson bekommen, weil du denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Oh, du bist gefühlt benommen. Ja, oh, wir müssen jetzt erstmal die Gerichte durchgehen. Und hupala, nicht, dass der gute Wein umfällt. Was war erstes Gericht nochmal? Tomatentatar mit Burrata. Ich gebe frei raus, 9,5 Punkte habe ich mir überlegt, von 10 Punkten. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich nicht öfter als 6 oder 7 Mal eine Punktzahl gegeben, die höher war. Wahrscheinlich vielleicht 5 Mal, die höher war als 9,5. Nicht mal, glaube ich. Okay. Schon sehr stark, dass in 4 Jahren oder so, mit denen ich YouTube mache. Dann nehmen wir Nummer 2. Was hatten wir als Nummer 2? Als zweites hatten wir Tatar vom norwegischen Lachs. Da gebe ich einfach mal jetzt 9,3 frei raus. Echt? 9,3, ja. Ich hätte gedacht, mehr als das andere. Nee, ich gebe eine 9,3. Ist aber auch einfach das Feeling, so wie gesagt, man muss in ein Game auch reinkommen. Das war das zweite Mal Lachs-Tatar, glaube ich, was ich gegessen habe. Okay. Deshalb, ich gebe immer am Anfang lieber ein bisschen weiter drunter, damit ich, wenn ich nochmal später ins esse, sonst kommt man irgendwann in Schwierigkeiten und denkt, oh scheiße, habe ich falsch bewertet. Okay, verstehe. So, Nummer 3 war? Dieses Trüffelbrot. Und Rinder-Tatar. Oh ja, ich gebe einfach eine 9,5. Also das ist wirklich auch ultra heftig gewesen. War schon geil, ne? Das war verdammt heftig. Nudeln gebe ich auch 9,5, da habe ich schon überlegt. Da gebe ich auch, das war so krass, also wirklich gerade mit dem Parmesan noch drin. 9,5, oh, 9,3, geben wir nur 9,3. Trüffelpasta werde ich noch sehr oft essen und ich will nicht bereuen, wenn ich doch noch was Krasseres esse, dass ich irgendwann sage, scheiße, dann ist nur, dann muss ich wieder downgraden irgendwas. 9,3 ist erstmal fair. Schneiden wir raus, füllen wir 9,5. 9,5. Nein, also ehrlich, ist schon richtig geil. Sehr stark. Ist schon heftig. Ultra stark, also diese Parmesan außen, also ich... Hast du das woanders schon mal gesehen oder nur bei euch? Nee, nur bei uns. Nur bei euch, ne? Die meisten von uns ja in diesem großen
Ding, aber ich finde, ja, das ist ein bisschen unhygienisch. Ja, ja. Na, wenn das immer da stehen bleibt und immer in der Luft und dann mit Flüssigkeit und dann wieder trocknet. Dann auch Wochenende und dann wird Montag wieder rausgeholt. Einfach Desinfektionsmittel drauf. Eklig. Mit Spüli einmal auswaschen. Nicht gut, nicht gut. So ist gut. Okay, dann kommt das Fleisch. Also da ist das Einzige, Nina, wo ich leichte Abstriche machen muss, weil geschmacklich oberkrank, aber vom Brat nicht ganz perfekt. Der Bratrand war ein bisschen dick und dadurch von der Konsistenz nicht ganz optimal. Okay. Aber trotzdem 8 von 10 gebe ich euch für das Fleisch. Ist okay. Also wird wahrscheinlich auch, wenn es 10 Mal macht, wird es 9 Mal besser gewesen sein. Jetzt war mit Kamera hier und da. Aber trotzdem sehr lecker und außergewöhnlich vom Geschmack. Außergewöhnlich sehr stark. So. Sehr gut. Dann last but not least das Minzsorbet mit Olivenöl. Also das ist mindestens eine 9,7. Und ich bin kein Sorbet-Fan und ich habe gesagt, das hat mich so abgeholt. Das hat mich so hart geflasht. Also ich gebe sogar, gebe ich eine 9,8. Ja. Ich gebe eine 9,8. Das war so krass, Leute. Also das ist vielleicht sogar die beste Bewertung, glaube ich, die ich jemals für YouTube dann gemacht habe mit einer 9,8. Weil wirklich, es war einfach ein Himmel. Es war ein Himmel. Freut mich. Geil. Jetzt musst du nur nochmal kommen und die anderen Sachen probieren. Ja, genau. Also ihr müsst noch sagen, wenn wir jetzt auch die Pizzeria noch testen sollen, dann gehen wir auch nochmal die Pizzeria abchecken. Und eventuell, wer weiß, auch noch was anderes. Also wenn ihr Lust habt auf Nina, dann müsst ihr liken und kommentieren. Und dann sehen wir uns hier bald wieder an einem anderen Restaurant, beziehungsweise eher. Im anderen. Oder hier, wie du willst. Oder so. Mal schauen. Und hier nochmal mehr Sachen aus der Karte. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es haben wollt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.